Also der ganze Spaß. Nochmal. Zack. Zack, genau. Immer schön auf dem Rand landen, dass es ja schön knapp wird. Ganz toll. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Man braucht das richtige Timing. Ich war einfach nur gerade... Aber prinzipiell, das geht schon. Es gibt wirklich schwere Stellen hier. Wie zum Beispiel das hier. Zack. Boah, ohne Hit durchgekommen. Leck mich, bin ich geil. So, muss man auch mal sagen jetzt. So, ich gehe auch direkt raus. Weil den Kistenedelstein, wie gesagt, den kriegt man hier erstmal nicht. Glaubst du oder glaubst nicht, aber es stimmt schon. Komm, ich ganz ehrlich, hol den Proforma nochmal jetzt. Mach mal. Ah, schon wieder. Ich trick's das Ding dauernd aus. Der arme Warp Room wird dauernd von mir gefickt. Also. Jetzt ist egal, ob wir sterben oder nicht. Natürlich wäre es schöner, nicht zu sterben, aber. Wenn ich das nicht hinkriegen sollte, wäre nicht so schlimm. Denn ich will nur diese, ja, man möchte fast sagen, ominöse Plattform hier erreichen. Ich nehme den Checkpoint nicht, dass wenn ich versage, das dann, ne, und so, das weiß man alles nicht. Zack! Wup, wup! Und willkommen im geheimen Warp Room. No. Warum auch immer Level 7 links von Level 2 ist, aber es ist wirklich nicht, ich weiß nicht, ja. Ist doch nicht so schlimm. Man kann jetzt hier rein und das wäre dann der Weg von oben an diesen roten Edelstein ran. Die, ja, Todesroute. Von Snow Go hieß es, glaube ich. Es müsste Snow Go sein. Muss ich ehrlich gesagt gerade aber gar nicht haben. Also ich, so. Ich gehe einfach wieder. Weil ich habe den roten Edelstein ja schon. Und, Alter, fertig. Warp Room, ja. Okay, so würde man regulär in den roten Edelstein kommen, einfach nur um es gezeigt zu haben, aber das brauchen wir nicht. Wir sind ja zu geil für. Wir wissen, wie es auch so geht. Okay, dann 2 Level haben wir noch. Ich will irgendwie, ich weiß nicht, diese Rückwärtslevel. Ich meine, die sind auch ganz nett, aber ich schieb sie sehr gerne nach hinten. Ja, so. Hallo. Hauptsache die Augenbrauen mal crashen, aber wie sieht's aus? Willkommen beim Bärenreiten. Was geht's? Und R1. Also es gibt 2 Controls hier: Springen und schneller sein. Und das war's dann auch schon. Das ist nicht euer Ernst! Schon wieder verkackt, Junge. Es gibt keine Möglichkeit zurückzulaufen. Also ich kann. Gut, ich kann natürlich noch links und rechts steuern, aber springen und schneller reiten ist alles, was hier geht. Mehr gibt's hier nicht. Das heißt, was man verpasst, hat man verpasst. Heißt, wenn man wirklich alle Kisten will, dann muss man eben eventuell sterben. Wenn man eine verpasst. Ah, jetzt. Das ist wirklich gar nicht schwer, aber man muss auch einfach... Muss es auch können, halt. Wie habe ich eigentlich schon 38 Leben? Was zum Fick McDonalds, was? Verstehe nicht ganz. Ich kann doch auf keine Gegner draufspringen. Sobald ich irgendein Hindernis berühre, so ist sofort vorbei. Keine Chance, keine Akku-Akku-Masse, kein gar nichts. Es gibt hier nichts geschenkt von dem Spiel. Okay, okay. Das habe ich von wegen diese Konsole, die langsamer lädt und somit das Spiel verändert. Zum Beispiel, dass man nicht mehr ein Bonus-Level... Ich bin, glaube ich, noch nie an diesen Tintenkisten gestorben. Aber egal. Zum Beispiel, dass man ins Bonuslevel will, aber weil die Konsole zu langsam lädt, fällt man ins Nichts tatsächlich. Das hat hier zur Folge, dass die TNT-Kisten, die da vorne so, ja, scheinbar weit weg explodiert sind, dass die wirklich zur Gefahr werden. Einfach weil die Konsole langsamer lädt. Ich weiß nicht genau, wie es zusammen, oder weil sie komisch lädt oder irgendwas, ich weiß es nicht. Weil sie auf jeden Fall Schmuh macht. Das führt wirklich zu den interessantesten Ergebnissen. Der Sound war auch interessant, aber bitteschön. Bitteschön, ist kein Problem. Zack, langer Sprung.
Man muss auch überall wissen, muss ich hier lang springen, muss ich hier kurz springen, darf ich hier was anderes machen oder darf ich es nicht? Weil es ist eigentlich relativ klar festgelegt, was, wo man welche Aktion ausführen darf. Zack. Alter, ich hasse diese Stelle, Mann! Ich hasse diese Scheiße. Also, einmal durchatmen, alle. 100% No Death Run. Wer das macht, ganz ehrlich, ihr habt meinen vollsten Respekt. Ich würde euch, weiß ich nicht, ich würde euch 50 Euro geben. Das ist, also, wenn man da nicht Übung für braucht, das weiß ich. Alter, das ist doch nicht wahr. Das ist nicht mal schwer, die Stelle. Entspannt euch, alles ist easy. Aber, Loni, kriegst du mal wieder nie auf Kette oder was? Okay, zack. Ich muss einfach links, direkt links hin und links starten und dann geht es auch. Das war gar nicht knapp, aber cool. Weil ich kann, ich dachte, ich kann da rüber. Bitte, was gehen? Ah, dann halt nicht. Das erste kleine Hindernis hier. Bisher lief ja alles komplett Zucker. Jetzt muss nur jemand was auf Kette kriegen, ja. Ich freue mich total. Warum reicht es nicht? Das kann doch gar nicht sein. Kann ich mit dem Eisbär irgendwie auf einmal eine Spin-Attacke machen oder was? Ich glaube nämlich weniger. Oder wenn es irgendeine Taste dafür gibt, dann mit dem Eisbär langsamer oder so von mir aus. Aber das ist... Das ist nicht wahr, sorry. Ja, genau so, genau so, genau so. Uiuiui. Dup, 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 dup. Wiedersehen. Lieber Eisbär, tschüss, hat mich sehr gefreut. Oder auch nicht. Ah, danke. Wenn ich jetzt eine Kiste verpasst hätte, ich wäre so ausgerastet. Ich mach das nicht nochmal. Vor allem nicht diese letzten drei Kisten. Ich bin froh, dass ich quasi direkt davor einen Checkpoint hatte, weil das wäre sonst die Hölle gewesen. Ja, so geht's. Okay, 9 von 10. Kristallen, ja, mach deinen Move, mach deinen Dance. Jiggle, jiggle, wiggle, wiggle. Und ab in Crash, Crush. Ich glaube, hier war auch eine Stelle mit Schwierigkeit behaftet. Bla. Mal schauen, ob nicht mein Gedächtnis täuscht. Denn hier, ich habe, als ich das Spiel bekommen habe, direkt gespielt und ich habe... Also Level 9 habe ich nicht gemacht. Dementsprechend auch nicht den zweiten Warp Room. Und, ja, alles andere muss ich aus dem Gedächtnis hinbekommen. Oder mit ein bisschen Übung, je nachdem. Okay, war hier nicht? Nee, war nicht. Okay. Das ist jetzt Level 15. Das, was wo ich jetzt gerade dachte. Ist jetzt auch gar nicht wichtig, kein Problem. Ganz interessant, in der Beta-Version von diesem Spiel waren die... waren die Slide-Plattformen, die einen so temporär schneller machen. Die hier. Die konnte man damals mit Sliden oder mit einer Drehung austricksen, dass sie einfach nicht aktiviert werden. Das geht heute nicht mehr. Ist auch sinnvoll, weil an ein paar Stellen wäre es einfach nur doof, wenn man das könnte. Also es wurde noch ein bisschen getestet, zum Glück. Bevor da irgendwas groß rausgehauen wurde. Und ich glaube, das war schon hier, wo ich ein bisschen hinmache. Nee, war gar nicht. Ja, von wegen. Loni, gönn ihr mal oder was? Komm mal klar. Oder war das hier? Könnte auch hier gewesen. Alter. Ich weiß natürlich nicht mehr, wo die ganzen Bomben sind. Was auch immer ich da gedacht habe. Aber ich weiß natürlich nicht mehr, wo die ganzen Bomben sind. Da sie nicht wehtun, sondern nur in Anführungsstrichen langsamer machen. Das war echt erbärmlich. Da das der Fall ist, habe ich mir die auch nicht auswendig gemerkt, weil sie sind einfach kein Todeskandidaten. Was dich nicht umbringt, lässt dich auch nicht merken, was es war. Also. Was? Ernsthaft? Ich habe mich eigentlich auf was ganz anderes eingestellt. Das Level verarscht mich. Was soll denn das? Und warum gibt es in dem Bonus-Level Wumper? Was ist denn das eigentlich? Denkst du, ich spiel mal wegen Wumpers hier oder was? Ich bin doch hier nicht wegen Wumpers. Wegen Pseudo-Äpfeln. Ich bin hier, weil ich Kisten will. Die werde ich mir auch holen. Trotzdem
Trotzdem, das Spiel verarscht mich gerade hart. Finde ich nicht gut. Erst das, dann das und jetzt ab. Jetzt, aber jetzt kommt wirklich das, was ich meine. Ja, ja, genau. Ja, 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 ja. Kennt sich aus, mein Freund. Wunderbar. Diese Kiste wird noch zerstört, aber... Aber, und zwar, genau hier. Wie bin... Alter, ich will nicht mehr wissen, wie das gerade passiert ist. Aber diese Kiste wird tatsächlich nicht zerstört von dem Stein, deswegen muss man die... Braucht man den Vorsprung, um die zu zerslammen. Zerslammen? Klingt komisch, ist aber so. Zack. Okay. Ich glaube, die zweite Kiste braucht man gar nicht. Ich mache sie trotzdem mal kaputt. Oder ich glaube, man braucht die doch, weil die... Genau, weil der vom Stein total hüpft. Weil der Stein vom Abgrund so hüpft. Deswegen... Also gut, dass wir beides kaputt gemacht haben und raus hier. Ja, eine Stunde, zwei Warp Rooms, ordentlich. Also geht gut nach vorne. Dafür, dass ich ein paar Schwierigkeiten hatte in Level 8 mit diesen letzten drei Kisten. Ja, positiv möchte man sagen. Zehn von 25 Kristallen. So ist es recht. Mir geht langsam die Energie aus. Die Kommunikation wird also ab jetzt schwierig. Sei noch einmal gewarnt vor den Wegen zwischen den Warp Rooms. Denk daran, ich zähle auf dich. Alles gleich, mein Freund, machen wir doch. Ich würde gerne einfach mal so speichern. Weil ich habe mir diese PS1 Memory Card nicht umsonst geholt. Ich spiele auf der PlayStation 2. Weil die PS2 kann ja PS1-Spiele ja, emulieren, ist vielleicht das falsche Wort, aber abspielen. Das Ding ist, wenn man Sachen speichern will, braucht man tatsächlich eine PlayStation 1 Memory Card. Weil auf einer PS2 Memory Card geht es tatsächlich nicht. Mussten wir als Kind schmerzlich feststellen bei irgendeinem komischen Fahrrad-BMX-Rennspiel, was wir dauernd speichern wollten, aber es ging nie, weil wir hatten keine PS1 Memory Card und ja, wir mussten dauernd von vorne anfangen. Das war relativ beschissen, ja. Aber das nur mal zum Exkurs in die Geschichte. Und wir machen jetzt erstmal Bossfight. Bossfight. Wow. Bossfight, shit. Ich will nicht sagen, die sind total. Die Komodo Bros, ich meine, Hauptsache sie denken, sie werden gefährlich. So kann man das schön zusammenfassen. Wie man sie kaputt macht, hat man auch schon gesehen. Das war aber auch die einfache Phase. In der schweren Phase wird der Fettsack in der Mitte noch ein paar Schwerter werfen. In der dritten Phase, das wird die schwierige Phase. Wunderbar. Man kann die übrigens von jeder Richtung aus anslammen. Ist total egal. Oha. Du Mongo, Junge. Also man kann die von jeder Richtung aus anslammen, ist total egal. Denn da unten wird immer den in der Mitte kaputt machen, egal was passiert. Und jetzt wird es nämlich gefährlich, denn... Genau. Jetzt gibt es noch ein bisschen Schwert-Ragu dazu. Ob ich will oder auch nicht. Zack. Was bitte? Ich wollte triumphieren auf den Gegner und ich durfte nicht. Ich will. Also ganz ehrlich, wenn man das Spiel schon so oft gespielt hat, muss man was ausprobieren dürfen. Und das mache ich jetzt auch halt immer. Also das werde ich jetzt nicht nochmal riskieren, das war einfach nur gerade zum Spaß. Und ich glaube, es gibt einen Frame, wo der Gegner als besiegt gilt, ich nicht mehr von ihm getroffen werden kann. Wenn ich so gerade über ihm stehe für einen Sprung, kann ich auch in ihm landen und dann in ihm feiern. Ich glaube, das geht und ich würde darauf wetten, dass es geht. Ich würde wirklich darauf wetten, das kann man, das funktioniert so. Zack, locker. Hallo, hallo. Oh, ein Schwert, oh, ein Schwert, oh, ein Schwert, ein Schwert, ein Schwert, ein Schwert. Schwert, 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 Schwert. Schwert! Das kriegt mich sowieso nicht, Junge. Ist ja weg. Das ist ja weg. Du willst bitte nicht so ficken, möchte man sagen. Wie gesagt, ich glaube, es gibt einen Frame, wo man in den Komodo Bros feiern kann. Aber da ich keine Safe States habe, will ich es nicht ausprobieren.
wäre was für ein Speedrun beim Üben, da kann man sowas rausfinden.